hatte kein Herz. Aber er ist noch aber da. Er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Und reden und alles. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Wir müssen es rausfinden, wenn wir etwas dagegen unternehmen wollen. Irgendwie müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Wer ist von... Also welcher... Cop ist das? Nicht der, der verschwunden ist. Der ist nicht wieder random gespawnt, oder? Saga war wieder am Cauldron Lake. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie... das Monster aufhalten. Du kannst deine gesammelten Manuskriptseiten im Gedankenraum lesen. Ja. Ach so, warte mal, das haben wir aber noch nicht gesehen, ne? Im Obduktionsraum herrschte Chaos, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Nightingale jagte Saga, sah sie nicht, taumelte an ihr vorbei. Die Besessenen konnten nicht ins Licht blicken. Licht verletzte sie, verletzte die Dunkelheit in ihnen, machte sie verwundbar. Ich lege den Schalter um. Klick. Zeigen Sie mir den Klicker. Kein Licht. Aber da ist jemand. Hemingway brachte sie her, Hexe. Raus aus meinem Haus, rief Nightingale. Eine Welle des Schreckens schoss Saga durch den Kopf. Die schreckliche Wahrheit. Nightingale hatte kein Herz in seiner Brust. Aber hier war er und tötete. Ein Monster. Die Welt war aus dem Gleichgewicht geraten. Sie fanden sich auf der anderen Seite des Spiegels gefangen. Was zum Teufel? Fangen wir denn an? Bei den Lunchboxen, yay. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Hä? Eine Botschaft? Das hatten wir doch alles schon! Was zum Teufel? Wieso wurden das nicht gesaved? Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Digga, warum muss ich das jetzt alles neu machen? Kult des Baumes hatten wir doch auch schon, oder? Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Ja. Hä? Ah, das ist jetzt aber was Neues, mal. Opfer des Kultmordes wurde zum Monster. Mhm. Ja. Wo soll denn das hin? Ah, da. Lost. Mhm. Ja. Okay. Dann sind wir aber... Nee, hier ist noch was. Nightingale griff uns an. Ein toter ja. Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen Wirkung zu zeigen. Seiten sagen die Zukunft vorher. Es gibt keine rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Wo ist Nightingale hin? Ach, wir haben immer noch solche Karten, ey. Saga war zurück am Cauldron Lake. Aha. Wir wurden von einem Toten angegriffen. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er zugab. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster.
Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht so aus, als würde der Kult des Baumes Rituale durchführen, um Monster zu erschaffen. Hm, vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Wieso darf ich da jetzt nicht mehr hin? Ah. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Wir haben Schüsse gehört. Alles okay? Waren die Leichen zu viel für Sie? Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Scheiße. Das ist schrecklich. Wir tun, was wir können. Einfach mal hinnehmen. Was Sie gerade erzählt haben, ist zwar völlig krank eigentlich, aber... Na, was man will man machen, ne? Wie konnte er etwas tun? Er ist doch tot. Stimmt. Das ist doch Wahnsinn. Monster. Nice. Man hat jetzt auch ein anderes System hier. Man hat ein anderes Item-Inventar-System gedöns. Vorher ja im Grunde gar nichts. Da stand einfach nur, ist kein Platz mehr. Lol. Schönes Pärchen. Was? Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem Grund scheißt Koskela Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Oh, wow. Du denkst einfach an alles. Und wir bringen sie überall hin. Wanderungen durch den schönen Elderwood-Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Die Tour Ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. Buchen Sie jetzt und erhalten Sie einen Rabatt von 9% auf O-Deal Deiner Thermosflaschen. Tja, was? Wie weit bist du denn nun schätzungsweise? Und was sagt Hollow to Beat and Story Playtime? Ich habe jetzt erst, ja, noch keine anderthalb Stunden gespielt, ne? Und, also ich habe ein Kapitel von 18 jetzt durch. Und Hollow to Beat habe ich gerade geguckt. Es hat bisher erst einer da seine Spielzeit reingeknallt und die war bei 11,5 Stunden oder so. Aber die Entwickler selbst haben angegeben, über 20. Also mal schauen.
Guten Tag. Mein Klient wurde lange genug hier festgehalten. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja, wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und Sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seiten lagen bisher nie falsch. Der Verfasser dieser Seite könnte uns an der Nase herumführen. Ja, aber das ist unsere beste Spur. Ja, ich glaube, es läuft hier dann noch ein bisschen länger. Wo geht die Reise gerade eigentlich hin? Habe ich irgendwas verpasst? Wenn wir hier in die Lodge zurück, oder was? Ah. Immer dasselbe. Ausstempeln und dann ein Bier. Oder vielleicht drei. Und da sollen wir jetzt auch hin? Zum Cauldron Lake? Okay. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Haha, gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mehr auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Thanks. Was ist hier schon wieder los? Warum hat sie jetzt... Ach. Steckt die Person hinter all dem? Oder sieht sie die Zukunft? Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen, um die Hinweise zu verstehen und den Fall zu lösen. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Hey! Hallo! Wie geht's euch? Ach, diese Absperrschilder sind völlig nutzlos, nicht wahr? Aber
Die Informationen davon, Alex, waren jetzt schon mal sehr interessant. Eindeutige Anzeichen von Manipulation. Das Signal wurde auf einen Sender umgeleitet, der nicht zu unseren gehört. Ich habe das Problem behoben, sodass alle Meldungen bei uns ankommen, aber es ist definitiv besorgniserregend. Ich werde einen Bericht für die Ermittlungsabteilung erstellen. Ich lasse das hier für den Fall, dass nicht ich mich um die Reparatur kümmere. Wenn du das hier liest, überprüfe alles auf Manipulation. Vielleicht sollten wir das ganze Ding in ein Metallgehäuse einschließen, damit sich die Waschbären nicht mehr daran vergreifen. Steven Lin, Cheftechniker. Okay. Viele Dinge an diesem Fall bereiten mir Kopfzerbrechen. Aber eine Sache fühlt sich richtig falsch an. Breakers verschwinden. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Hm. Er war gerade dabei, ihnen noch mehr dieser Seiten zu geben. Aber irgendwas wollte das verhindern? Oder hat ihn vor Nightingale beschützt? Eine spontane Selbstentzündung? Ich weiß nicht. Mit so einem Fall hatten wir es noch nie zu tun. Unser Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie zu Hause. Keine Spur von Nightingale. Aber laut der Seite war er beim Cauldron Lake, in einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen? Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis. Eine überall die Logos. Zweigskulptur. Was da wohl drin ist? Ich sollte mir ansehen, wie ich das Ding aufbekomme. Eine Schließkassette. Ist das das Symbol des Kult des Baumes? Was zum Teufel? Hände waschen, Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen, ein Nickerchen machen. Okay, und da werden dann die Zeichen sein. Im Kühlschrank, Bett oder so und dann beim Waschbecken oder irgendwie sowas. Okay, hoch runter und das untere zeigt nach rechts. Das ist das Waschbecken. Da ist ja noch eins. Kühlschrank? Ah, okay. Hey Sie, Mr. Hirsch. Sie erinnern mich an einen Traum. Hab mich kurz gewundert, warum so dunkel ist, aber okay, sie hat einfach die Taschenlampe weggepackt. Kühlschrank, Waschbecken und noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe. Ist das hier in dem Raum, aber im Bett, ne? Okay. Lasst euch das eine Warnung sein, Eindringlinge. Angeblich handelt es sich bei dem See um eine Caldera, die Senkgrube, die einen Vulkan nach dem Ausbruch hinterlässt. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn es etwas anderes ist? Etwas nicht Natürliches, sondern etwas Menschengemachtes? Geplant? Ah ja, also Vulkan war hier ja wohl. Das stand im ersten Teil mal irgendwo. Dass in den 70ern hier Vulkanausbruch war oder so. Es war wohl für Minenarbeiter oder so ja irgendwie ganz, ganz mies. Dann sind sehr viele ums Leben gekommen. Irgendwas war da. So eine Gedenkstätte. Also ich habe mir nicht alles immer durchgelesen im ersten Teil. Aber das dann zufällig schon mal. Ich glaube, dass der See nicht entstanden ist, sondern dass er geplant wurde und er hat einen Zweck. Der See ist ein Versteck. Unter der stillen Oberfläche verbirgt sich eine geheime Maschinerie, die mit einem Knopfdruck aktiviert werden kann. Und die Leute mit dem Knopf, sie sitzen in dem großen Haus am See und bereiten sich vor. Ich weiß es. Erste Zeichnung, Wasserleitung. Echte Caldera ist aus dem Vulkan entstanden. Lava. Zweite Zeichnung, Wasserleitung. Konstruierte Struktur, seltsame Maschinen. Was zum Teufel? So, jetzt gucke ich nochmal, das war das, dann die. Ich habe Flashbacks. Erinnern Sie sich an Ohio? Klar, der Northside Slasher. Aber das war ein ganz anderer Fall. Die Bäume, Anderson. Er versteckt die Leichen im Wald. Yay. Notizen und Munition. Das Werkzeug der Wahl.
Nehmt euch nichts, wenn ihr nicht zu den Bäumen gehört. Wir gehören zu den Bäumen, klar. Alles super, du. Und wenn wir Nightingale finden? Was dann? Ich habe noch nie ein Monster verhaftet. Sie haben schon genug Monster verhaftet, Anderson. Sie wissen, was ich meine. Richtige Monster. Das Licht in der Leichenhalle hat Wirkung gezeigt. Vielleicht kann man nur so verhindern, dass er noch jemandem wehtut. Das Symbol haben wir schon mal gesehen. Ach. Gutes Auge. Monster? Übergänge? Rituale? Was halten Sie von all dem? Normalerweise führen die Killer das Ritual durch, nicht der Detektiv, der seine kranken Fantasien auslebt. Vielleicht will er sie mit hineinziehen und in seine verrückte Welt zwingen. Aber wenn Tote wieder auferstehen, bekommt das Wort Ritual deutlich mehr Gewicht. Wir müssen uns umsehen und herausfinden, was dieses Ritual genau ist. So, wir können mal wieder ein bisschen hier die Sachen reinknallen, die so gehen. Kultverstecke. Mhm. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Aha. Ja. Dann den Morden. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Okay. Kann auch hier hin. Okay. Normalerweise führen die Killer das Ritual durch, nicht der Detektiv. Er ist hier relativ groß, habe ich das Gefühl, ne? Hallo, ich bin Agent Anderson und das ist Agent Casey, FBI. Wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen zu einer laufenden Ermittlung stellen. Ja, danke fürs Gespräch. Dann halt nicht. Ich war gerade nicht sicher, ob da eigentlich hätte was gesagt werden müssen. Weil wir hatten jetzt auch schon genug Fehler, wo einfach dann englische Sprachausgabe rauskam. Also wer weiß, vielleicht kommt auch mal gar nichts. So. Wie gefällt dir das gestrickte Held? Ich habe es extra für dich anfertigen lassen. Waffenverbesserung, ja, wir haben immer noch nicht genug, ne? Na gut. Du und dein UFO, der ultimative Leitfaden zum Entdecken unidentifizierter fliegender Objekte. Ach du Scheiße. Ich schreibe das hier, falls es erneut passiert und ich es vergesse. Ich hatte wieder dieses Gefühl. Es überkam mich ganz plötzlich um 1.15 Uhr, nachdem ich meinen Arma ausgetrunken hatte. Ich stieg ins Auto und fuhr los, um ihm hinterher zu jagen. Es war eine sternenklare Nacht, doch der Mond war nur ganz winzig. Wie erwartet führte er mich an Bright Falls vorbei zum Cauldron Lake.
Ich versuchte, die richtige Stelle, das richtige Gefühl, den richtigen Gedanken, die richtige Kombination zu finden, um alles zusammenzufügen. Ich hatte Angst, dass es passieren würde, aber es passierte nicht. Nicht dieses Mal. Ich war frustriert, aber erleichtert. Ich suchte den Himmel nach den Formen, den Objekten, ab. Aber es passierte nicht. Doch als ich wiederholt blinzelte, glaubte ich, das Nachbild eines Oktaeders, was ist das nochmal für eine Form? Wie sieht so ein Ding nochmal aus? Zu sehen. Es verblasste schnell. Als ich mich bereit machte, zurückzufahren, spürte ich, dass mich jemand beobachtete. Er war hier, aber gleichzeitig fern. Er ist es. Ich weiß, dass er es ist. Weiß er, dass ich mich nähere? Ich bin auf dem richtigen Weg. Es war richtig, nach Bright Falls zu kommen. So. Hey, Logans Geburtstag steht bevor. Ich brauche Ideen für passendes Spielzeug. Spielzeug? Sie ist 14, Casey. Okay, also was soll ich ihr kaufen? Ein Buch vielleicht. Etwas Gruseliges und Düsteres. Vielleicht liest sie dann wieder. Was soll das denn jetzt hier alles? Was ist das? Scheint aufs Licht zu reagieren. Ja, da ist halt irgendwo was, aber... Ich kann ja nicht lang gehen, oder? Und hier komme ich doch her. So ungefähr, oder? Nicht? Nö. Das ist neu. Casey, you look for any further clues here, and I'll check the rest of the area. You see anything, radio me. Verstanden. Jetzt hat sie Englisch gesprochen, er Deutsch, cool. Was mit der Musik hier plötzlich los? Ich muss rausfinden, wo Nightingale hin ist. Ich spüre etwas. Eine Präsenz. Nightingale ist ganz nah. Macht ihr doch gerade sicher einen Tauchgang oder so ein Scheiß, oder? Witch's Ladle. Ladle oder wie auch immer. Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Er soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein. Oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel einer Hexe war. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die betreffende der Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallengelassenen Schöpfkelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle oder Ladle. Wie auch immer, genannt wurde, ich kenne das Wort gerade nicht. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an den Schuldigen zu rächen. Wenn sie nicht schon vorher eine Hexe war, so war sie es jetzt. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann entnahm sie sein Herz und verschloss es in einer Kiste. Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen. So lautet zumindest die Legende. Okay. Spuren wie vorhin. Sie führen in den Baum hinein und nicht aus ihm heraus. Mit R1? Steuerung ist also komplett anders geworden, lol. Darunter war eine weitere Seite. Ist aber auch gar nicht mal schlecht, weil vorher war das auch ein bisschen weird. Platz. Saga betrat die Witches Hut. Drinnen leuchtet ein helles Licht. Einige Objekte stachen Saga ins Auge, als ob das Licht sie manifestiert hätte. Die Witches Hut. Okay. Also kurz zur Erklärung nämlich, wie in jedem Game, wo man irgendwie eine Waffe hat oder so, oder mit irgendwas zielen muss, drückst halt L2 und R1, dann
zum Schießen zum Beispiel. Ne? Aber jetzt ziele ich mit L1 oder so, ne? Und in Alan Wake 1 ist auch im Remastered oder eben noch so, dass man halt die Taschenlampenverstärkung mit L1 macht und auch das Zielen. Und es ist halt nur ein schmaler Grat zwischen Zielen und dann irgendwie die Taschenlampe benutzen, was nicht so geil ist. Und dann vor allem die Verstärkung und so. Das haben die zwar, ja, halbwegs gelöst bekommen dadurch, dass man halt, dass das Spiel halt die Trigger vom DualSense auf der PS5 used und damit halt, ne, wenn ich stärker drücke, dann macht er richtig die Verstärkung von der Taschenlampe an. Ähnlich auch mit L1. L1 ist ja Ausweichen, immer noch, im ersten Teil auch. Aber da war im ersten Teil das auch Sprinten. Jetzt ist Sprinten wie in jedem Game heutzutage eigentlich mit L1 einfach durchdrücken und so. Oder L1 wahrscheinlich. L3, also mit dem linken Stick halt. Also die haben es jetzt ein bisschen aufgeteilt. R1 war im ersten Teil auch noch, ja, Blendgranate oder was auch immer das für ein Ding eigentlich war. Und so Leuchtstäbe oder wie die, keine Ahnung, Leuchtfackeln so benutzen. Bin gespannt, ey. Wie soll ich denn hier durchkommen? Oder was, da unten ist dieses Auge auch markiert. Warte mal. Schauen wir mal. Übergang. Ich weiß, Nightingale ist hier irgendwo am Cauldron Lake. Der Baum war ein Grenzbereich. Dieser Ort und der dunkle Ort. Das ist zu viel für sie. Nächster Halt, Caldera Street Station. Die Schwelle. Eine Art Zugang, der zu Nightingale führt, hat irgendwie mit einem Baum zu tun. Witch's Ladle. Okay, jetzt kenne ich die Aussprache auch. Ladle, okay. Also alles richtig noch. Sega findet eine Lichtzuflucht. Die Sicherung war an ihrem Platz. Sie hatte sie zwischen dem Gerümpel im Wald gefunden. Saga betrat die Witch's Hut. Etwas schoss durch sie hindurch. Eine Präsenz. Vertraut. Sie konnte es nicht ganz zuordnen. Etwas längst Vergessenes. Sie versuchte es festzuhalten, doch es war schon weg. Im Innern ein helles Licht. Saga fühlte sich sicher, als könnte ihr nichts etwas anhaben. Es gab Gegenstände, die Saga auffielen, als ob das Licht sie manifestiert hätte. Aus der Dunkelheit geholt. Eine Verschiebung der Realität, voller versteckter Bedeutungen. Eine Kaffeethermoskanne, ein Schuhkarton, ein Mob und ein Eimer, ein Poster an der Wand und im Schrank eine weitere Manuskriptseite. Die sagen hier auch immer Saga. Ich sag mal Sega. Sega, doch, müsste eigentlich Sega sein. Weil ich meine, in den englischen Trailern wurde so gesagt, der Name, und deshalb spreche ich den auch so aus. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass das die richtige Aussprache dann eigentlich war. So, einfach wieder gehen. Da war ja auch gerade irgendwas von Caldera Street Station. Ist das eine Bushaltestelle oder so ein Scheiß? Und zu der kann ich irgendwie hin? Die Witch's Hut. Anderson, ich glaube, ich habe etwas im Wald gesehen. Vermutlich nur ein Reh, aber ich sehe es mir an. Okay, ich habe noch ein. Nur ein Reh. Ich folge einer Spur. Also, ich halte sie auf dem Laufenden. Denkt ja, weil ja, irgendein random Tier könnte ein Reh sein, oder? Ach nee, Rehe. Quatsch, das an der Hirsch. Hirschköpfe, oder? Oder so. Der Kult. Hier lebte die Hexe von Cauldron Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heim. Ja, super. Laut der Seite war die Hütte beleuchtet. Und es wurde eine Sicherung erwähnt. Hier ist jetzt nicht viel los. Lol. Ah. Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Ja gut. Ich muss sie finden, um das Licht einzuschalten. Diese Sicherung ist kaputt. Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Das ist echt ätzend. Ich habe ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Sie sagte, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf eine bessere Schule in einer großen Stadt schicken. Ich schätze mal, das ist vernünftig. Wer will schon in diesem Kaff versauern?
Sonntag. Ich hab's ihr gesagt. Sie hat aber nur, danke gesagt. Ein echter Tiefschlag. Montag. Gestern Abend habe ich mich wieder rausgeschlichen. Ich bin zu dem großen Haus am See gegangen, anstatt es wie sonst immer nur von hier aus zu beobachten und herumzusitzen. Scheiß drauf. Jedenfalls geht da unten etwas Seltsames vor sich. Ich werde herausfinden, was. Ich werde morgen mit besserer Ausrüstung wieder hingehen. Ich wette, ich finde einen Weg ins Innere des Gebäudes. Da mache ich ein paar Fotos. Das wird episch. Okay. Weiß nicht, Diggi. Die sieht gut aus. Aber Leute sollten ihren Müll nicht liegen lassen. Na gut. Ach, die Thermoskanne. Okay. Noch eine Seite. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Saga wandte sich an die Hexe. Die verwischte Linie auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Okay, aber das wär's mit der Hütte, oder? Dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier lang. Aha. Ey, was ist das hier alles? Es ist viel zu groß. Ach, hier ist die Hütte wieder. Hätten wir schon die ganze Zeit dahin gekonnt? Also wir kamen doch jetzt von hier, oder? Nee, von dem Weg leicht jetzt hier links. Oder? Ja. Ey, das ist hier gerade sehr groß. Zu groß. Montag, 3.9. Verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich, den Melder besser ausbilden. Dienstag, 4.9. Nichts zu berichten. Ein paar Tiere, wie immer. Mittwoch, 5.9. Nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer? Ich habe ein paar Schüsse gehört, nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben, sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Wer bist du denn, Brudi? Schalte die Taschenlampenverstärkung R1 an. Okay, ja. Ein Kultist. Ein Monster. Wie Nightingale. Schmerzmittel in Hallen. Gewann aber einen kleineren Heilungs... Okay. Lol. Oh. Erkundige dich bei Fortuna an der Kasse. Okay, da müsste ein dreistelliger Zahlencode dann sein. Gucke ich gleich mal schnell. Nimm doch. Ach du Scheiße, ey. Code aktualisieren.
Update Code, warte, was? Lotto war hier. Okay. Aber was zum Teufel? Wie soll ich den Code denn jetzt hier wissen? Oder bin ich, ah, warte mal. Da ist 705, 713, 717, 723. Und hier ist 05, 13, 17, 23, 39. Also 739 müsste dann passen. Okay. Top. Okay, Schnellauswahl packe ich mir das Ding mal. Hier hin. Ja. Was ist das denn? Talisman, okay. Lol. Ich sollte hier weiter suchen. Bin jetzt davon ausgegangen, dass das uns noch heilt, deshalb habe ich die Schmerzmittel nicht benutzt. Ich hoffe, das war jetzt richtig mit hier weitersuchen, jetzt weiterzugehen einfach. Da ist noch eine Lunchbox. Okay. Denk daran, es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Aber wenn du einen guten Tag hast, ignoriere die ganze Sache. Okay. Interpretiere die Bedeutung der Seite? Warte mal. Irgendwas verpasst? Oh. Witch's Ladle überragt Saga. Beobachtet sie und die Hexe. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Nightingales Herz. Ein kalter, toter Klumpen in ihrer Hand. Ihre Definition von Vernunft hatte sich geändert, seit sie in dieser Stadt angekommen war. Aber sie vertraute den Seiten. Sie war dazu gezwungen. Saga wandte sich an die Hexe. Sie kniff zum Lesen die Augen zusammen. Den ersten Teil der rituellen Worte, die verwischte Zeile auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Die Worte, die sie auf der Seite gelesen hatte. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Das war der Schlüssel. Der Baum war die Schwelle. Bei den Fällen ist auch wieder was neu. Ich habe keine Zeit für alte Fragen. Oh. Das macht mir jetzt alles hier zurecht, weil ich das eigentlich schon hätte machen müssen? Die Seite von der Witch's Hut scheint eine Art Ritual zu beschreiben. Okay. Ey, ist gerade viel zu sehr Chaos, ne? Nightingales Herz ist aus der Leichenhalle verschwunden. Wo ist es jetzt? Um zum Übergang zu kommen, muss ich Nightingales Herz finden. Die daraufstehende Zeile und die Zeile auf der Seite zum Schild der Witch's Ladle lesen. Und dann das Herz durch das Loch im Schild schieben. Müsste ja eigentlich auch noch dazugehören. Ja. Ich brauche Nightingales Herz für den Übergang. Wo ist es? Ein Kultist lehnte sich nahe heran. Er war da, aber er war auferstanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Aber was zum Teufel sind immer diese Visionen hier? Das Herz. Wo ist es? Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Warenhaus. Ich muss im Warenhaus nach dem Herz suchen. Casey, ich bin unterwegs zum Warenhaus.
Ich glaube, ich weiß, wie ich in den Übergang komme. Verstanden. Ich bin den Spuren eines Quads in den Wald gefolgt und habe mich ein wenig verirrt. Haben Sie sich verlaufen? Ich habe mich erst einmal in meinem Leben geirrt, Anderson. Bei meiner Ex-Frau. Ich finde schon einen Weg zurück. Kein Grund zur Sorge. Warenhaus ist dieser General Store gemeint, ne? Okay, da war noch irgendwas. Das konnte man dann erst entdecken, wenn man diese ganzen Sachen, die ich da gerade gemacht hat, oder wie? Mal schauen. Oh ja. Ja, total unnötig dumm irgendwo rumgelaufen jetzt. Alles hier. Der Text auf dem Herzen ist jetzt besser erkennbar und lesbar. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Okay, was haben wir hier? Worte auf dem Herzen sind jetzt leserlich. Ja, dann muss es doch hier hin, oder? Es würde doch dann bei dem Ritual-Inschrift-Scheiß passen, hätte ich jetzt mal ganz stark behauptet. Sieht falsch aus. Oh, hier. Gut. Klingt literarisch. Aber was heißt das? Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Kühlschrank. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Und jetzt muss ich das Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall Sinn. Casey, in dem Gebiet gibt es Kultisten. Sie sind besessen, wie Nightingale auch. Passen Sie da draußen auf sich auf. Danke für die Warnung. Ich suche noch immer einen Weg zurück. Ihr Orientierungssinn ist miserabel. Meiner aber auch. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Es sind diese verdammten Bäume. Okay, okay. Ich bin unterwegs nach Witch's Ladle. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser... Zeig mal eben Karte. Witch's Hut... Star, Witch's Ladle ist da. Wie komme ich denn da am besten hin? Kann ich da gerade... War gerade so eine grau gestrichelte Linie. Vielleicht komme ich hier gleich lang. War gerade irgendwas... da, markiert. Das Herz war im Kühlschrank. Genau wie auf der Seite beschrieben. Ja, da führt sie zu Witch's Hut... Ich kann natürlich jetzt hier, dann ja, kommt man schon irgendwie dann dadurch hin. Geht schon. Okay. Dann speichere ich nun. So, und jetzt? Aber jetzt muss ich ja eigentlich nur noch rechts einen Bogen drum machen und dann... Ah ja. Das ist doch Witch's Ladle, oder? Da ist das Z- Ach so. Zeig mir den Schrecken.
Oh shit. Das ist auch vom Cover, oder? Casey, ich glaube, ich bin im Übergang. Sind Sie noch immer unterwegs? Casey! Casey, do you need me? Logan? Logan? Wo bist du? Was zum Teufel war das? Logan ist wieder in Virginia. Du bildest dir das alles nur ein. Was zum Teufel? Das wird immer verrückter. Moment mal. Laufe ich wieder zurück? Nein, alles okay. Ich muss weiter. Wie in einem Albtraum. Welche war das jetzt hier? Der Schriftsteller ging in den See. Verbannt er das Dunkel. Besessene lauerten immer noch in den Wäldern. Der dunkle Ort wich zurück. Die Strömung zog diejenigen zurück, die die Dunkelheit in sich trugen. In den See. Nightingale war dort. Einer von ihnen. Das Dunkel, Jagger, hatte ihn geholt. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Sie versanken in den Wellen. Der dunkle Ort. Sie wanderten in den Schatten. Murmeln zu sich selbst. Es ist dunkel. Ich bin verloren. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist kalt. Premium-Hütten zu vermieten in Bright Falls. Wer hat das gesagt? Können Sie mich hören? Ich brauche Hilfe. Bitte. Hören Sie auf damit. Was habe ich getan? Sie müssen es ausgraben. Ihre Formen haben sich verändert. Echos der Träume des Schriftstellers. Kommen. Gehen. Die nächste Geschichte und die Geschichte danach. Der Schriftsteller schrieb wieder. Ich glaube, das wurde nicht als neu angezeigt, weil ich da drauf geklickt habe, dann direkt auf dem Ding gelandet bin. Ne? Das war jetzt was Neues. Okay. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder den Taschenlampen-Booster benutzt. Hatte Angst vor den Raben. Wenn man den ersten Teil kennt, dann weiß man auch warum. Wieder Deutsch, Englisch. Nightingales Marke. Lol. Zeigen Sie mir den Klippen.
ausrasten, Jack. Lauf! Bewegung, jetzt! Shit! Ich habe keine Ahnung, wo der gerade ist. Oh, hallo. Shit. FBI. Ich kann sie hören. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Wir müssen entkommen. Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. In Gefahr. Danke. Verstanden. Sind Sie okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Er entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Ja, hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Jo. Okay. Scratch war doch diese... Dieses Spiegelbild von ihm, was so random am Ende vom ersten Teil dann irgendwie da war und ihm eigentlich geholfen hat? Aber der hat so ein bisschen weird böse geguckt. Was zum Teufel? Also bislang sehr, sehr geil dieses Game. Junge. Aber trotzdem würde ich an dieser Stelle sagen, ist sowohl für das Video hier gerade als auch für den Stream für heute Schluss.
Für alle, die das Video hier schauen, lasst ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Part und ciao.